Hi Leute, und weiter geht's mit einer weiteren Folge Minecraft Inventions. Jetzt haben wir in der letzten Folge hier den Industrial Grinder gebaut. Jetzt brauchen wir dazu noch die Standard Machine Casings und die Reinforced Machine Casings. Davon brauchen wir 18 Stück, also muss ich das ganze Rezept hier 5 mal machen. Und hiervon brauchen wir 8, also muss ich das 2 mal herstellen. Das heißt, ich werde jetzt einiges an Eisen brauchen. Kupfer brauche ich noch ziemlich viel. Von hier drüben brauche ich definitiv noch mehr. Rubber, hier unten. Über einen Stack, passt. Den kann ich dann schon mal hier reinwerfen. Dann brauche ich auch noch das hier. Den Hammer und den Seezange habe ich noch, passt. Als erstes brauche ich jetzt 5 mal das Machine Casing. Machen wir es doch so. Machen wir es doch gleich so. Und jetzt habe ich es. Da brauche ich es schon 5 mal. Hier brauche ich es noch 2 mal. Also 7, passt. Dann 5, 10 mal das, also brauche ich noch 2 hiervon. Und wie viel brauche ich hiervon? Ich brauche pro 3. Also brauche ich 30. Oder? Ja, 30 Stück. Und dann ist mein Hammer schon wieder kaputt. 1, 2, 3. 1, 2. Okay, dann die hier noch. Dann habe ich jetzt die 30. Eigentlich hätten 15 gereicht. Weil die werden jetzt durch die Schere verdoppelt. Aber egal, die brauche ich ja für die anderen dann auch noch. Die hier in die Mitte, links, rechts, das, das hier außen. Und dann bin ich froh, dass ich gleich zu viel gemacht habe, weil ich mich verrechnet habe. Das hier wieder da, das hier. Dann die letzten 5 noch machen. Dann kann ich hier schon mal die Standardhüllen fertig machen, wenn ich das noch mache. So. Die kann ich dann schon mal platzieren, die ersten. Die kommen hier unten hin. Dann bräuchte ich jetzt halt einen Platz dazwischen. Aber ich glaube, die kann ich einfach so abbauen. Ohne Problem. Ja. Und hier oben dann nochmal das Ganze. Dann habe ich das schon einmal. Dann brauche ich jetzt noch das Advanced Zeug. Dazu brauche ich schon mal 6, 12 Stahlplatten. Die lasse ich doch gleich mal machen. Das hätte ich vielleicht gleich am Anfang machen sollen. Ja, funktioniert. Dann brauche ich noch Rubber, Lapis, Glowstone. Noch mehr Redstone. Dann brauche ich, das Rezept 2 mal, also brauche ich 4 mal den hier. 4 hiervon. Das heißt, ich brauche noch viel mehr. Ich brauche nochmal einen Hammer. 1, 2, 3, 4, 5. Davon brauche ich 5 jedes Mal. Welche? Na, das sind schon wieder die nächste Stufe. Das sind jetzt für 2. Das müsste jetzt für 4 reichen. Da brauche ich jetzt 24 Stück. Eigentlich kann ich schon mal
mit rein. Dann 4 hiervon. Außenrum das und das hier. Dann die Advanced. Das in die Mitte, in die Ecken jeweils das hier. Links, rechts das, oben unten das hier. Passt auch. Dann das Advanced Casing. Da brauche ich noch zweimal das Carbon. Ist also viermal Carbon. Da habe ich keins mehr. Hier müssen welche sein, oder? Ja. Da brauche ich 4, 16 Stück. Also brauche ich nochmal 14. Wo habe ich einen Pulverizer hin? Hier. Die sind durch. Dann brauche ich aber gleich nochmal 8 Stück, oder? Ja. Jetzt auch noch. In der Zwischenzeit habe ich hier schon mal die ersten davon. Na, noch 2 Stück, dann kann ich schon mal die erste Ladung reinmachen. Die werden jetzt so zusammen gemacht. Dann so. Dieses hier kommt in den Kompressor und daraus wird dann gleich die Carbonplatte. Und dann brauche ich gleich nochmal 16. Weil ich brauche 2 Casings und ich habe jetzt bloß genügend für einen. Oh Mann. Dann brauche ich noch das Advanced Alloy. Da brauche ich Tin, Bronze und Eisen. Bronze habe ich hier. Da brauche ich. Ich glaube, ich kriege jedes Mal 2 raus, oder? 2, also brauche ich 6, passt. 6 Tin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die hier. Die hier und die hier. Das da. Das da und. Das da. Dann habe ich die schon mal alle. Die kommen in den Kompressor. Da habe ich jetzt die nächsten 16. Das hier und das hier. Jetzt kann ich warten, bis das durch ist. Okay, damit habe ich jetzt hier auch die letzte Carbon Plate. Das heißt, ich kann jetzt das hier herstellen und dann das hier. Die 8 platziere ich jetzt hier außen, dass in der Mitte eine Lücke bleibt. Wenn ich jetzt hier drauf gehe, ist hier unten, da stand vorher noch, wenn ich das wegmache. Missing Multiblock, wenn ich es hinmache, ist der Text weg. Okay, dann brauchen wir als nächstes den Aqueous Akkumulator. Stellen wir den doch mal kurz her. 1, 2, 3, 4. 5 davon. 4 davon. Eins in die Mitte. Außenrum das hier. Dann das. Dann brauche ich nochmal 4 Glas. Einen Bucket. 1, 2, 3. Zwei Zahnräder und für den da unten brauche ich jetzt da nur noch mal 2. Okay, dann sollte ich doch jetzt alles herstellen können. Gut, dann mache ich jetzt hier neben die Lücke. Da kommt der mit rein. Dann brauche ich hier drüben einen Eimer zum Essen. Irgendwo da müsste doch noch ein Eimer drin sein, oder? Ja.
einmal hier die Fluid Pipes. Dann brauche ich Wasser. Wo habe ich noch Wasser hier? Weil der Aquius Akkumulator, der produziert zwar jetzt halt auch schon Wasser im Normalfall. Den macht er gar nicht mehr, okay. Aber wenn Wasser daneben ist, macht das auf jeden Fall schneller. Sollte zumindest. Extract always. Wieso produziert der jetzt halt nichts? Muss ich ihn so rum hinstellen? Wieso produziert denn der nichts? In der Ding-Testwelt hat es doch auch funktioniert. Was soll denn der schon mal? Das wird ja jetzt wohl nicht sein, dass bloß in der Oberwelt funktioniert. Testen wir doch mal kurz. Produziert er auch nichts. Komisch. Das ist jetzt schon recht nervig, dass das nicht geht. Vor allem, ich verstehe nicht wieso. In der Testwelt hat es doch auch ohne Probleme funktioniert. Jetzt war was drin kurzzeitig, oder? Der muss nach unten anscheinend frei sein jetzt. Gut zu wissen. Auf jeden Fall kriege ich jetzt dort Wasser. Dann brauchen wir noch irgendeine Art Stromversorgung. Das können wir eigentlich mit dem hier machen. Hoffe ich, dass der genügend Strom produziert. Und vor allem es daran abgibt. Okay, dann holen wir jetzt halt mal hier drüben das Bouncy. Holen das rein. Ist das hier oben drin? Ja, und das ist auch das Richtige, weil es gibt davon 3 Stück. Ich hoffe jetzt, das ist das Richtige. Da gibt es es nicht, bei dem auch nicht. Falsche Taste, jetzt hat. Ja, das ist es. Bei dem kommt ein neuer Pile of Titan raus. Also legen wir das doch mal da rein. Wird der nicht irgendwie Strom generieren? Jetzt. Irgendwie spinnt die Maschine gerade etwas. Auf jeden Fall haben wir jetzt die ersten 4 Titan. Wenn wir es zusammen machen, kriegen wir das erste Titan raus. Dann können wir jetzt halt mal kurz schauen. Query. Wir brauchen 2 Titan, das heißt, da fehlt noch etwas. Ah, der muss wahrscheinlich erst so viel generieren, dass der hier dann einmal anspringt. Okay. Das wird halt dann etwas dauern, aber naja, das geht ja trotzdem. Weil das ist das Blöde bei dem Tech Reborn und Industrial Craft, die funktionieren halt bloß mit den eigenen Sachen. Ich könnte jetzt vielleicht die Solar-Ding hier bauen, weil die funktionieren auch noch. Aber diese Solarpanels funktionieren im Normalfall nicht, soweit ich weiß. Schauen wir mal kurz. Aber normalerweise geben die keinen Strom darauf ab. Na, sonst würde das ja schon einsaugen. Aber ich glaube, die hier, die kann man umstellen, dass sie EU transportieren, oder?
Logistik Pipes. Industrial Curve 2 Low Voltage Power Supply. Mit denen könnte ich dann Strom hinbringen, wenn ich bräuchte. Aber jetzt habe ich so eh schon die zwei Titan, die ich hier brauche. Hä? Wieso kann ich die jetzt nicht einschmelzen? Überrascht mich jetzt, oder? Aber ich glaube, den Blast Furnace von Industrial Craft habe ich ja schon irgendwo. Ja, das war ja der, den ich am Anfang gebaut habe, aber dann nicht gebraucht habe. Den hier. Ja, klasse. Das ist ja wieder so ein Multiblock-Ding. Jetzt ist aber noch kaputt gegangen. Oh Mann, dann brauchen wir jetzt den Arc Furnace. Das wäre dann. Schauen wir mal. Arc Furnace, das müsste Immersive Engineering sein. Wenn mir nicht alles täuscht. Oder ist das überhaupt drauf? Ja. Ja gut, dann muss ich mal schauen, wie ich das dann weitermache. Auf jeden Fall haben wir jetzt halt schon mal das Titanpulver. Gut, das war's dann erstmal wieder mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal.